Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video unternehme ich eine kleine Nachtwanderung, und zwar vom S-Bahnhof Wilhelmsburg, wo ich mich jetzt gerade befinde, in Richtung Kirchdorf. Und dabei werde ich so einige Male rülpsen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich verlasse jetzt den S-Bahnhof Wilhelmsburg. Ich laufe jetzt in Richtung Luna Center. So, ich laufe jetzt ein bisschen am Luna Center entlang. Hier seht ihr, das hier ist das Luna Center. Jetzt laufe ich am Bertha-Kröger-Platz entlang. So, ich laufe jetzt die Neuenfelder Straße entlang. Und hier ist es wirklich kalt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen dünn angezogen. Ich hätte mir zumindest eine Mütze anziehen müssen. Denn meine Ohren frieren gerade. So, gleich könnt ihr sehen, zu welcher Uhrzeit ich unterwegs bin. So, hier seht ihr das Datum. Es ist der 15. März und es ist 0.19 Uhr. Zu solchen Zeiten bin ich unterwegs. So, gleich verlasse ich die Neuenfelder Straße und biege in die Otto-Brenner-Straße ein. Jetzt wird hier gerade eine Straße überquert. Und jetzt bin ich auf der Otto-Brenner-Straße. Nun zeige ich euch die schöne Seite von der Otto-Brenner-Straße. Hier seht ihr eine Menge Landschaft. Leider etwas verschwommen. So, hier etwas verschwommen seht ihr den Anfang der Großwohnsiedlung Kirchdorf Süd. Das, was ihr hier verschwommen im Hintergrund sehen könnt vielleicht, das sind die Hochhäuser. Hier im Vordergrund ist die Straße. Hier ist ein schöner Minifluss. Ich glaube, das nennt man Wettern. Das hier ist die Otto-Brenner-Straße, eine vierspurige Hauptstraße. So, hier seht ihr noch mehr Hochhäuser. Eine schöne Hochhaussiedlung auf jeden Fall. Ich laufe ein bisschen weiter bis zu der Bushaltestelle. Und an der Bushaltestelle werde ich meinen kleinen Nachtspaziergang wahrscheinlich beenden. Vorausgesetzt, es fährt zeitnah ein Bus. So, ich bin jetzt hier an der Haltestelle Karl-Arnold-Ring. Ich habe gerade auf den Fahrplan geguckt und in wenigen Minuten fährt ein Bus in Richtung S-Bahn Wilhelmsburg. An dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden, da ich jetzt mit dem Bus zurück zum S-Bahnhof fahre. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.